Wir melden uns heute wieder einmal aus dem Mekka des britischen Motorsports und dem Geburtsort der Formel-1-Weltmeisterschaft. Es ist Renntag in Silverstone und Zeit für den großen Preis von Großbritannien. Mit seinen Überholmöglichkeiten am Ende der Wellington und Hangar Straight bietet der 5,79 Kilometer lange Silverstone Circuit hautnahe Action. Mit ihren 18 Kurven und einer durchschnittlichen Rundengeschwindigkeit von 233 ist die Rennstrecke eine der schnellsten und längsten des gesamten Kalenders. Beim heutigen Rennen wird uns Stefan Römer begleiten. Schön, dich zu sehen. Was denkst du über das Rennen und wie sind die Bedingungen auf der Strecke? Um ehrlich zu sein, sieht es dort draußen ein bisschen kalt aus. Die Reifen haben einen relativ beschränkten Betriebsbereich, wenn es um die Temperatur geht, bei der sie den besten Grip haben. Wenn die Strecke kalt ist, ist es wesentlich schwieriger, die Temperatur hochzuhalten, wodurch Grip verloren geht und dadurch vielleicht mehr Fehler entstehen. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Valtteri Bottas macht die erste Reihe komplett. Im Rest der Startaufstellung haben wir Leclerc, Vettel, Max Verstappen und Albon, Richards, Norris, Sainz und Danny Quert, Gasly, Raikkonen, Lance Stroll und Ricciardo, Perez, Magnussen, Romain Grosjean und Esteban Ocon, Giovinazzi, Russell, Latifi und Mick Schumacher. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Ja, versuchen wir es mal. Platz 7 ist es dann am Ende doch geworden. Albon hat es tatsächlich doch irgendwie abgefangen. Also, aber Fälsch im Bild, das waren Mercedes, 2 Ferrari, 2 Red Bull und dann wir. Und ja, unser Teamkollege ist auf 22. Schauen wir mal, auf geht's ins nächste Rennen. Rennen Nummer 12. Okay, system checks are good. We need to stay in formation and start bringing the car up to temperature, please. Get some load into the tires and work the brakes. We want them nice and warm by the end of the lap. Und hinter uns haben wir sogar noch zwei McLaren, also wir haben fast nur eine Pärchenbildung hier so. Nur wie halt dazwischen. Versuchen wir es mal, was heute hinkriegen. Hier ist nicht so gut Ergebnis rausbekommen. Podium wird es wahrscheinlich nicht werden, dafür verhalte ich die Konkurrenz ein bisschen zu stark. See some rain about 10 to 15 minutes from now. Ihr sagt, wir Regen in 10 bis 15 Minuten? Also wenn wir voll in den Regen reinfahren. Na super. Eigentlich habe ich gehofft, dass das Rennen noch wieder trocken ist, aber. Gut, der britische Wettergott sagt dann, er kriegt doch ein bisschen Regen. Gut, das kann man ein bisschen durcheinander wirbeln, ne? Ja, vor uns Albon, wie gesagt, Verstappen davor, dann die beiden Ferrari mit Vettel, Leclerc und davor dann Bottas und Hamilton. Aber wie gesagt, da werden wir wahrscheinlich nicht rankommen. So, wir müssen uns konzentrieren. The grid is forming up. Be patient and watch for the lights. Die letzten Autos stellen sich jetzt hin. Das sind ja auch die. You have a drive-through penalty. You've been given a drive-through penalty. Das
Jetzt muss ich natürlich versuchen, ein bisschen abzusetzen, aber ich meine, wir führen jetzt ein Rennen an, aber ich bin auch ein bisschen früh rausgezuckt, das ist halt das Problem. Scheiße, Alter, die blöde. Ein bisschen früh rausgefahren, ja. Gut, ist zurecht. Und dann bin ich jetzt versuche, mich ein bisschen abzusetzen. Boah, da ist versucht jetzt ein bisschen Druck zu machen. Ja, leider. So, Hamilton, der ist schon mal mit ebenfalls zurückgefallen. Hamilton in der Box mit? Okay. Es ist nicht Hamilton, es ist Bottas. Scheiß Durchfahrtsstrafe. Okay, you only have to stop once now. One stop left. So, ein Mercedes haben wir schon mal raus aus den Punkten, aber ja, wie gesagt, das wir leider auch. Wir werden definitiv richtig weit nach hinten fallen. Ich hoffe, dass wir einen guten Start haben, aber den habe ich mir böse verkackt. Aktuell habe ich schon 18,1 Sekunden. Jetzt muss ich hoffen, dass ich hier ein bisschen an das Feld mal wieder rankomme. Use your overtake button more. It's time to utilize some of this energy. Ja, ich versuche gerade ein bisschen reinzukommen. So, die nächsten beiden sind erstmal Latifi, 17,7 Sekunden. Ich weiß nicht, ob man nochmal rein muss. DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you are within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. So, 16,8 Sekunden. Also Punkte werden heute definitiv keiner drin sein. Das ist, weil ich euch jetzt schon mal versprechen. Es sind noch 10 Runden, aber... We're expecting rain in around 10 to 15 minutes. 10 bis 15 Minuten noch Regen. Sekunden nur noch, also wir haben eine Sekunde jetzt mal gut gemacht auf Latifi.
Ich glaube, ich habe Bottas 9,3 Sekunden jetzt gerade auf Bottas. Ah Mann, ich bin nicht so. Ich bin das ganze Rennen versaut. Ich meine, ich arbeite jetzt quasi fast eine Sekunde pro Runde auf das hintere Feld ab, aber. Ja, es wird nicht einfach werden, definitiv nicht. Und das Thema ist durch. Ich meine, ich halte den Abstand auf Bottas konstant. So, schon mal relativ, die battlen sich jetzt gerade ein bisschen. Hey, Kotschi, wann hat sich so bei einem Russell? Ein Safety Car wäre es, würde natürlich wieder alles ein bisschen retten. 15,5 Sekunden. Und der Vorteil ist, dass sie noch alle in die Box müssen. Ja gut, ich muss auch noch rein. We're approaching the pit window. You'll be on the mediums. Und der Vorteil ist, ich kann vielleicht mit den Inters ein bisschen versuchen, noch ein bisschen was zu retten. Is lapping faster than us by around 1 second per lap. The gap to the car ahead is 15.0 seconds. Ja, 15 Sekunden. Ich arbeite jetzt immer ein bisschen weiter Abstand weg, aber wie soll auch der Bottas, der kommt näher. Sind ja auch nur noch 8,2 Sekunden. Gut, das fängt an zu regnen. Jetzt sind sie in der Box alle. Gut, vielleicht habe ich ein bisschen Glück. Die gehen jetzt auch auf die Trockenreifen. Wenn der Regen kommt, können wir auch noch mal auf Trockenreifen gehen und so ein bisschen noch aus dem Rennen zurückhalten holen. We're trailing our teammate by 14.6 seconds. Ich darf. Sie müssen auf jeden Fall den Wechsel machen, sonst habe ich keine Chance, irgendwas zu reißen. ...12,6 Sekunden. Schumacher mittlerweile vorbei an Latifi. Russell jetzt in der, ist jetzt auch nicht zurückgefallen. Ich habe schon 12,3 Sekunden. Bottas kommt und 7, und dann sind wir mal 1 Sekunde momentan auch noch nicht wirklich ran. In this lap. Push now. Right, some information on Hamilton. They're retiring from the race. Full course caution. The safety car is out. Keep an eye on the delta. We need to keep it positive to avoid a penalty. Slow down. Maintain Hamilton raus, delta. Also Mercedes raus. Oh, der steht hier hinten, ja. Die Frage ist technischer Defekt? A new
strategy is available on the MFD. Copy that. Ich muss jetzt noch ein bisschen nach links gehen. Also Hamilton auf jeden Fall raus. Klar, wir sind momentan noch P20. Und das Gute ist, wir haben beide Mercedes hinter uns schon mal. Also die holen keine Punkte. Wir müssen es irgendwie versuchen zu rocken. Okay, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Mick is in the pits. Mick in the pits. Mick ist ja da drin in der Box. Also die Frage ist, was geht der? Was geht der? So, und jetzt muss der Regen kommen. Wenn der Regen jetzt kommt, können wir das Ding sogar noch gewinnen. Gut, der... Verstappen und Leclerc waren beide noch nicht... Waren beide schon in der Airbox. Schade. The car ahead is coming to fit the mediums. Car ahead, now running medium tires. Wir brauchen das jetzt auf 5. Hinter uns haben wir Vettel. Come on. Jetzt müsste der Regen aber kommen. Die Reifen sehen gut aus, aber ich muss meinen Stopp noch machen, sonst weiß ich mir das ganze Rennen weg. Ich vergiss es. Ich kann mir das ganze Rennen wegschmeißen. Ich hätte mit reinziehen müssen. Ich vermute, wenn der Regen... Jetzt sind noch 5 Runden jetzt. Wenn der Regen nicht kommt, war es das für uns. Wir sind momentan Zwischenaufnahme Dritter. The rain is a few laps out yet, but it is coming. Be careful. Ja, der beste. Also ich muss mindestens Runde bis Runde 11 muss ich fahren. Wir haben viel für Leclerc und wir, aber wie gesagt, das Thema ist eigentlich fast durch. Wenn er wieder kommt oder kommt nicht, ne? Wenn der Regen kommt, haben wir es. Können wir hier wirklich ein Podium noch rausfahren. Können wir sogar ein Rennen gewinnen. Aber sollte das der Fall sein, dass der Regen nicht kommt, war es das. Es muss regnen. Ah, das ist mir klar. Ja, das war mir klar, dass der dann...
Ah, der fast doch. The track is clear. Green flag. Ja, da haben sie beide gut ein bisschen gearbeitet. Dann das Gas auf einmal dazu gepackt, als ich doch in der Kurve war. Erneut. In Kanada konnte ich den Hamilton überraschen. Hier ging es nicht. Verstappen ist nicht zu überraschen. Aber jetzt muss der Regen aber kommen. Also ich brauche noch eine Runde Minimum, dann muss ich rein. Ich weiß, dass ich noch mal rein muss. Ja, vergiss es, das Rennen ist durch. Tire condition is still looking good. Vettel geht jetzt erstmal vorbei und auch Bottas wird jetzt gleich. Okay, some information on Raikkonen. They're slowing down. It seems like there's some kind of problem with their car. So, und dann müssen wir rein und uns sind quasi das komplette. Die Strategie ist nicht aufgegangen. Wir haben es verkackt. Es passiert leider. There's four laps of fuel remaining. Oder mindestens Platz 21. Oh nein, ich hab vergessen. Release. Nein, ich hab vergessen. Oh, ich hab vergessen, dass ich auf dies gehe. So, ich hoffe, dass ich jetzt irgendwie, dass er da nochmal auf gelb geht. Ja, er geht auf gelb, okay. Ja, es war eine Möglichkeit, es war da. Der Regen kommt nicht und damit ist das Thema gegessen. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Fuck! Man ist dann Rang 21 und der letzte Platz hier irgendwo in Großbritannien. Er ist so gut dabei gewesen, mit 7 und dann. Ja, es ist einfach die Strategie nicht aufgegangen. Fuel target is plus one. Faster engine modes are available. Ich hätte was ein bisschen mehr erwartet. Auch Albon, sehr schlecht. Platz 18 momentan nur. The stewards have now enabled DRS. DRS is now online. Jetzt kommt der Regen. Eine vorletzte Runde, weißt du? 3, 4, 5 Runden früher, dann wäre die Strategie voll aufgegangen. Dafür wird die Strecke nicht lange anders genug sein am Ende. Dann werden wir jetzt alle sagen, ey, wir müssen sofort auf Hinterteile gehen, dann wird das noch was werden. Das wird aber nicht passieren. Punkt. Ja, so passiert das halt manchmal. Scheiße, ey. Hättest du nicht 5 Runden früher kommen können? We've got a lot of spare energy. Use your overtake button. We've only got
two laps of fuel left. Wenn ich mir für das kaufe. This is your final lap of the race. Ich hoffe, dass der Türkollege zumindest ein bisschen was mitnimmt. Und wenn ich hier ganz bin, dann komme ich mit einer Nullnummer rausgehen. Max Verstappen gewinnt den großen Preis an Großbritannien. Ich habe mir die große Chance weggeschmissen mit dem Frühstart und dem sehr späten Boxenstart. Für mich war das ein schwarzer Sonntag. Ganz, ganz schwarzer Sonntag geht hier zu Ende. Und dann ist es der 21. Platz. That's the end of the race. We'll see you in Parc Fermé. Schumacher weg. Oh, weiß man. Erste Rennen direkt der Fahrer des Tages. Ich muss schon sagen, das war eine erstaunliche Leistung, hier dem Druck standzuhalten und diesen klar verdienten Sieg beim großen Preis von Großbritannien zu holen. Stefan, was hat sie im heutigen Wettbewerb von den anderen abgehoben? Das war ein echter Teamsieg. Sie hatten eine solide Strategie, die gut an die Bedingungen der Strecke angepasst war. Der Fahrer hat alles getan, was von ihm erwartet wurde, um den Plan des Teams perfekt umzusetzen. Ein glänzendes Beispiel dafür, dass das hier ein echter Teamsport ist. Ja, das ist leider halt alles so. Während wir uns unterhalten, sind die Fahrer auf dem Weg zum Podest. Was für ein fantastischer Sieg für das Team von Red Bull. Sie haben heute eine außergewöhnliche Leistung gezeigt und ein wahnsinnig spannendes Rennen geliefert. Glückwunsch an das gesamte Team. Da hätten wir theoretisch auch stehen können. Man muss es so sehen. Wie gesagt, der Frühstart plus die sehr späte falsche Boxenstopp. Ich habe den Regen ein bisschen früher erwartet. Hätte ich den 4-5 Runden früher erwartet, dann wäre der gekommen. Alle auf Winters gegangen und hätten wir vielleicht sogar durchfahren können. Beziehungsweise dann hätten wir mit reingehen können. Da waren wir nämlich Dritter zu dem Zeitpunkt. Und dann musste ich ja den Stop nochmal machen. Und dann war das Rennen eigentlich schon verloren. Werfen wir einen Blick auf die Fahrerrang. Fünfter, Mick. Das Resultat verringert den Abstand zwischen dem Führer der Meisterschaft und dem Rest des Feldes. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Ich würde sagen Mick Schumacher. Ja. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Der Führende der Meisterschaft behält seine Position, aber der Abstand ist kleiner geworden. Wer vermag schon zu sagen, wer nach solch einem Rennen am Ende Weltmeister wird? Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei, wenn wir Ihnen das neueste Rennen der Formel 1 nach Hause servieren. Ja, sechster Platz momentan in der Konstrukteurfindung. Das war so wichtig, war das sauber. Damit bin ich auch ziemlich überzeugt, dass es genau das Richtige gemacht hat. Ich weiß nicht, ob Jordan das Ergebnis geholt hätte. Aber gut, er hat's. Wir haben es geholt. Perfekt, bin zufrieden, passt. So, Kohle nochmal für 150.000 dazu. Ja, wie gesagt, für die Punkte bin ich zufrieden. Gut, dann sind wir durch. Und das nächste Rennen könnte dann. Müsste Belgien sein, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Und da wollen wir natürlich wieder ein bisschen, ja, zurück
in die Erfolgsspur, die ich mir heute ein bisschen versaut habe. Gut, bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play F1 2020.